Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu unserer Karriere mit dem VfB Stuttgart. Heute gegen die Roten Teufel aus Lautern. Im letzten Spiel gab es nur ein mühseliges 1:0 gegen die Kickers aus Würzburg bei den Kickers in ihrem Heimatstadion. Mal gucken, dass wir hier zu Hause jetzt die nächsten drei einfahren können. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir gucken uns hier das Vorgeplänkel natürlich wie immer an. Gucken uns jetzt hier die Aufstellung an, weil es ein Heimspiel ist. Ich möchte euch auf jeden Fall noch herzlich danken für den ganzen Support, den ihr liefert, obwohl es kein Minecraft mehr ist. Und ich würde sagen, ihr dürft euch auch freuen. Ja, erstmal hier Spieler im Fokus, John Zimmer gegen seine alte Liebe, gegen seinen alten Verein. Ich hoffe und ich, wie gesagt, ich möchte mich wirklich für euren Support bedanken, auch wenn es kein Minecraft mehr ist. Es ist richtig klasse, dass ihr die Videos trotzdem guckt. Auch wenn ich mich von Minecraft ein bisschen distanzieren möchte. Und da möchte ich dann aber auch, werde ich demnächst, glaube ich, die Tage mal so ein kleines Video zu machen. Bleibt da auf jeden Fall drauf auf unserem Kanal, auf meinem Kanal. Ja, Langerak und unsere Spieler. Tommy Redding. Und mit Yusuf Paulsen vorne, weil Simon Terodde immer noch verletzt ist. Wir gehen auf hoher Druck mit Offensiv. Jack Sua. Oh, ja, das war ein Foulspiel. Da habe ich ihn gut erwischt. Timo Baumgartl erwischt es hier sofort in der zweiten Minute. Und das ist unser Ball. Wir können jetzt mal... Ah, nee, Ecke. Was? Wieso Ecke? Hat doch keiner mehr von mir erwischt. Da kommt, ja, Lapper, nicht Platter, nicht gegen Menju Muza durch. Menju Muza hat aber auch eine richtige Physis. Leute, das hier wird jetzt ein bisschen zu arrogant. Müssen jetzt mal hier so ein bisschen aufpassen. Oh, Timo. Können wir jetzt mal Gentner mit dem langen Ball auf Plata. Und das ist die Kontermöglichkeit. Plata. Oh, da hätte es beinahe geklingelt für uns, aber das ist der Konter, den ich sehen möchte. Schnell der Ball nach vorne, die Gegner wissen nicht, wie ihnen geschieht. Halleluja. Muss ich auf jeden Fall sagen. Aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen vor Jack Sua. Uffe Bech. Da haben wir schon wieder verdattelt. Marcel Gauss. Patrick Ziegler. Oder Pascal, Daniel Halfer. Soltan Stieber, Ex-Hamburger. Auf den anderen Ex-Hamburger, Jack Sur. Und der haut den Ball einfach mal in die Breschen rein. Hätte er den richtig schön langsam gespielt, dann wäre das nicht das Problem gewesen. Aber die spielen hier richtig schön unter Druck, spielen hier ein richtig frühes Pressing. Mal gucken, ob die das da gegen uns halten können. Und das ist unser Ball. Den Namen Aligi. Aligi. Tommy Redding. Leute, diese Fehlpässe kenne ich nicht von euch. Ist das jetzt, weil zweimal jetzt die B11 gespielt hat? Kommt schon, Leute. Ich weiß, dass ihr es drauf habt. Sauber Reading. Paulsen. Paulsen. 1-0. Wunderbar. Yusuf Paulsen. In der 19. Minute mit 1-0. Wenn die ihre Dinger vorne nicht machen, dann macht Paulsen sie eben. Auf unserer Seite gesehen. Schöner Pass durch die Mitte, dann geht er und legt ihn am Torwart vorbei. Wunderschönes Tor. Ich bin froh, dass wir diesen Einkauf gemacht haben. 5 Tore in der Bundesliga-Saison bis jetzt. Yusuf Paulsen, da kommen auf jeden Fall noch einige dazu. Es sei denn, da kommt dann hier wieder so jemand wie bei Uffe Bech und zerstört ihn dann eben, den Jungen. Schön Galdames. Schön dazwischen gegangen. Ja, ihr seht schon, Maxim heute nicht mit dabei.
Denn Maxim ist noch von der Länderspielreise angeschwächt. Ah, oh, Hand wollte ich aber sagen. Plata wäre sowas von durch gewesen. 7 Einsätze, 5 Tore momentan. Das ist nicht schlecht, eine kleine Anlaufzeit hat er gebraucht. Jean Zimmer. Schlechter Pass. Oh, Leute. Alexander Ring. Ah, oh, super dazwischen gegangen, Jean. Galdames, Zimmer, Uffebech. Dass er da jetzt kein Foul gepfiffen hat, wundert mich. Oh, Halfa. Oh, aber Lengerek ist da. Super Mitchell. Oh, komm, 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 Baba. Da legt er in der Mitte zu Christoph Moritz. Ah! Da haben wir nicht aufgepasst. Schönes Tor von Christoph Moritz, der Ausgleich in der 31. Ja, da hätten wir entschlossener dran gehen müssen. Aber Kaiserslautern ist auch mal nicht ebenso wie die letzten Gegner. Naja gut, die Gegner davor, wie Greuther Fürth und Pauli Kanonenfutter. Sondern Lautern ist hier zumindest in FIFA für eine Mannschaft, da wo man ja damit rechnen muss. Reading jetzt hier. Galdames. Ah. Wieso hat er da nicht reingerätscht richtig? Dann hätte ich den Ball nochmal legen können zur Seite. Jean Zimmer jetzt hier. Ist momentan kein Durchgehen. Wir gehen dann jetzt hier mal auf offensives Pressing. Paul Galdames. Oder? Ja. Paulo Galdames. 2:1 für unseren VfB Stuttgart in der 38. Schön durchgesteckt, hätten wir mit Paulsen aber auch versuchen können zu schießen, aber ich glaube, nichts gegen Paulsen zu sagen, aber da wäre noch ein Fuß dann dazwischen gekommen. Gute Entscheidung also von uns, den Ball dann nochmal rüberzulegen. Und ja, 2:1 gegen Kaiserslautern. Wir führen wieder. Wir spielen jetzt auf Pressing out vom Plata. Das ist ruhig unser. Großer Fehler. Da machen wir hier mal ein Spiel mit der Hacke. Sauber Reading. Reading, muss ich bis jetzt sagen, war bis jetzt ein richtig guter Einkauf. Nur schade, dass er hier so wenig Potenzial hat für das, was er hier momentan zeigt bei uns. Oh, schöner Ball auf Plata. Und da ist das 3:1. Uffebech. Uffebech. Schönes 3:1. Vorgelegt von Martinez. Nee, von Plata. Da guckt euch das an, wie der da durchgehen kann. Dann legen wir den Ball rüber und der Ball ist drinne zum 3:1. Kaiserslautern und geschockt und jetzt müssen die kommen. Nicht schlecht, Uffe. Schönes Ding. Auch ein super Transfer bis jetzt. Und den Bech hier zu holen von Hannover. Oh, und pardonnez-moi. Schön gemacht von Pavard. Schön dazwischen gegangen, Baum Timo.
Entschuldigt, wenn ich gerade nichts gesagt habe, aber mein Magen hat mal wieder rebelliert. Unser. Schon wieder mal handgespielt von den Lauterern. Und die Halbzeit 3-1. War ein bisschen eine schöne Leistung, aber auch schönes Tor von unserem Gegner dabei, von Christoph Moritz, einfach mal aus der zweiten Reihe abgeschlossen. München 60 1-1 gegen Bielefeld, Sandhausen ist 1-2 gegen Fürth am Verlieren. Ich glaube, ich mache da mal in der nächsten Folge mal die Tor-News rein. Oh. Ich glaube, wir nehmen da gleich als allererstes mal Baumgartl raus, um der gelb-roten Karte vorzuzeigen. Aber jetzt haben wir erstmal Anstoß und wir können das Spiel ruhig machen. Wir müssen nicht kommen, wir müssen nichts tun. Wir können uns den Ball jetzt hier einfach erstmal hin und her spielen. Lass sie hier auch machen. Jetzt mal ein gepflegter Seitenwechsel. Kommt da Paulsen dran? Komm schon, Paulsen, du hast doch die Kraft. Da wollten wir es mal probieren. Schön geil, Dames. Was war das denn für ein Pässchen? Kommt schon, Leute, da bin ich doch Besseres von euch gewohnt. Kein Durchkommen bis jetzt. Oh, jetzt mal den Ball schön auf Pavard. Oh, schöner Schussversuch. Schade, Galdames. Martinez war das. Entschuldigung. Ich verwechsel die beiden, weil die sich so sehr ähnlich sind, die beiden Chilenen. Oh. Ah. Der war zu spitz für Plata. Und wir gucken jetzt erstmal, wo ist hier die freie Lücke? Ah, da dachte ich, da komme ich noch schön vorbei. Da rauscht Pavard vorbei. Schön kommen, Gentner. Paulsen, ah, und in die Arme, und wir wechseln jetzt die ersten beiden Male jetzt. Krigic kommt rein und Justin Glatt kommt rein jetzt erstmal. Dann mal gucken, wer der nächste ist, den wir reintun. Vielleicht entweder Galdames raus für Gerson oder wir bringen noch mal Kaspar Dolbecht. Der hat momentan ja einen guten Lauf. Vielleicht macht er dann ja das 4-1. Aber das wollen wir jetzt erstmal noch gucken. Vorsicht, Timo. Ja, schwache Bälle von uns. Aber die sind auch platt nach der Länderspielpause und nach der englischen Woche zuvor. Sauber, Pavard. Oh, jetzt mal freie Laufbahn. Uffe Bech im Ansturm. Okay, so wie es aussieht. Wollen die nicht, dass wir wechseln? Das muss jetzt aber auch eine Karte geben, Ref. Und wir können wechseln.
Ist das herrlich. Wir probieren es jetzt mal direkt. Hat Uffe das drauf? Oder Martinez? Nein. João Plata. Wir probieren es mit João Plata. Na, okay, da wäre die Flanke höchstwahrscheinlich besser gewesen. Kommt schon, Leute. Ist nicht mehr lang. Ich glaube, ich bringe Dolberg jetzt gleich wirklich. Ja, komm. Wir machen jetzt den letzten Wechsel. Für Yusuf Paulsen kommt Kasper Dolberg rein. Vielleicht macht er ja nochmal eine Bude. Ah. Schönes Tor, Yusuf. Schönes Ding. Kollege. Jetzt lasse ich Kasper Dolberg nochmal austoben. Okay, da wollen sie jetzt aber so Stress haben. Schön abgelaufen, glatt. Oh, schön gesehen. Oh, da wäre es doch schon beinahe gewesen. Erste Chance für Dolberg. Schade, der Jung. Mit diesem wunderschönen Pass durch die Mitte wieder. Was wir hier momentan als erstes können. Robert Pich kommt rein für Marcel Gauss. Ja, das ist, kommt davon, wenn die Puste aus ist, wenn man kaum Ausdauer hat. Komm, Reading. Ey. Schön reingehauen, Anto. Na komm, die gelbe kannst du mitnehmen, Anto. Aber dieses exzessive Blocken ohne Ball. Davor haben wir doch nicht mal Angst. Da machen wir unser, da machen wir Mitchell sogar noch den Weg frei. Und wir haben nur noch 5 Minuten. Ah, Dolberg. Das war nicht so das Beste, aber naja, du bist noch jung, du wirst noch besser. Kommt schon, Leute. Kommt schon, ich weiß, dass ihr es drauf habt. Kommt. Verteidigung, Defense. Komm, pfeif ab. Damit sind wir durch. 3-1 gewonnen, der nächste Sieg in der Tasche, der nächste Dreier. Ah, ist schon schön. Wir grüßen oben weiterhin von der Tabellenspitze. Aber Leute, ich würde sagen, mit diesen Blicken hier sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und Cheerio.